Hallo, mein Name ist Tor Alexander. Ich beschäftige mich mit Geld, konkret mit Geldanlagen und das sowohl bei zentralen als bei dezentralem Geld. Im heutigen Video möchte ich mich mit der Geldpolitik bei Bitcoin beschäftigen. Also, wie sieht die Geldpolitik bei Bitcoin aus? Das ist der zweite Teil der Hausaufgabe aus Video 23, die ich heute auflösen werde. Wie gesagt, das erste Element der Geldpolitik ist die Geldmengensteuerung und ähnlich wie beim Gold ist die Erweiterung der Bitcoin-Menge jährlich im Code festgeschrieben, ähnlich wie das Gold begrenzt im Erdreich vorhanden ist. Was beim Bitcoin aber noch dazu kommt, was beim Gold nicht so ist, die Menge neuer Bitcoins, die jeden Tag, jedes Jahr, jeden Monat hinzukommen, halbiert sich alle 4 Jahre, bis sie im Jahr 2140 null betragen wird. Ein Großteil der Bitcoin, also knapp 19 Millionen von den 21 Millionen, die erzeugt werden können, sind bereits erzeugt. Das heißt, die Geldpolitik bei Bitcoin ist relativ konstant. Ich kann im Voraus berechnen, wie viele neue Bitcoins dazukommen. Und in 4, 5 Jahren ist die Menge der Bitcoins, die hinzukommen, halb so groß wie heute. Das zweite Element der Geldpolitik sind die Zinsen. Zinsen auf Bitcoin gibt es ähnlich wie bei Gold überhaupt nicht. Das heißt, dieses Element der Geldpolitik entfällt. Und somit habe ich nur ein einziges Element, was festgeschrieben im Code ist. Und das ist die Anzahl der Bitcoins, die neu in die Welt kommen. So, das war's zum Thema Geldpolitik, wie sie bei Bitcoin, bei Gold und bei anderen aussieht. Lass dich überraschen, über welches Thema ich im nächsten Video sprechen werde. Bleib dran, abonniere den Kanal und komm in meine Telegram-Gruppe Auswandern Geld oder sende mir, wenn du Fragen hast und ein persönliches Gespräch haben möchtest, dann sende mir eine Nachricht auf Telegram. Bis zum nächsten Mal, dein Tor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.